die Lage zwischen diesen Mächten scheint sich durchaus wirklich entspannt zu haben. Darf ich mal hier in die Runde fragen? Noch einmal. Was sind die Ergebnisse? Die Gruppe wird eingesetzt, eine Kontaktgruppe, die sich weiterhin regelmäßig berät. Aber es gibt schon erste Ergebnisse. Haben wir beschlossen, dass wir in Verhandlungen gehen werden zur Bildung einer neuen Regierung unter Beteiligung der gemäßigten Kräfte. Als Konsequenz aus der Versöhnungskonferenz habe ich gezogen, dass ich das Kabinett komplett auflösen werde. Alle Minister werden zurücktreten, ich selbst als Premierminister auch. Das bedeutet für uns, dass die Friedensgespräche vor dem Scheitern stehen. Ich gucke mal, ob die anderen zustimmen würden, wenn man sagt, wegen Sicherung gegen den Terrorismus. Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeder radikalen, dschihadistischen Form des Islam. Dass wir uns auf eine solche Festschreibung berufen werden. Ich bin auch nicht blöd. Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir in die Politik gehen werden. Und zwar geht es uns jetzt in erster Linie um einen extrem schlanken Staat. Ich will die Wahlen gewinnen. Zurzeit wollen wir ein bisschen Druck auf Russland ausüben. Naja, zumindest Probleme in dem Sinne, dass nicht intendierte Folgen entstehen. Okay. Das ist das Problem. Also ein Problem jetzt in Verhandlungen oder strategischen Entscheidungen eigentlich weniger, sondern es sind tatsächlich eher die Folgewirkungen von Handlungen, von komplex verbundenen Handlungen, die man gar nicht vorausgesehen hat. Ja. Sie wissen, dass wir Bündnispartner sind. Wir brauchen schnelle Info. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Das ist die letzte Nachricht. Ja. Was machen wir mit Ihnen? Die haben alle keinen Glauben in die internationale Gemeinschaft. Das ist das Problem. Ich verurteile diese ganz scharf im Namen der UN. Moralisch ist das ein grandioses Desaster. Die Regierungsbildungskonferenz wird jetzt gleich stattfinden. Das droht, diesen Prozess tatsächlich zum Scheitern zu bringen. Das darf nicht passieren. Wir haben hier was ganz Krasses. Achtung, 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 Breaking News. Schwere kriegerische Auseinandersetzung.